Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wenn du mich schon ein bisschen verfolgst, ich mache das jetzt schon 2 Monate ungefähr, dann weißt du, dass ich ganz, ganz viele Tipps rund ums Thema Saxophonspielen dir gebe. Und heute wunderst du dich vielleicht, wer hier neben mir steht. Dieses Geheimnis werde ich gleich lüften. Das ist nämlich meine wundervolle Frau, die heute mit dabei ist im Video. Ich bin die Vicky, hallo. Ich bin Yoga-Lehrerin von Beruf und wir haben uns in den letzten Wochen des Öfteren schon mal so ein bisschen gefragt. Ja, wir haben 2 ganz schöne Jobs, 2 Leidenschaften. Wir sind jetzt auch beide voll in der Selbstständigkeit drin. Und warum kann man das Ganze nicht einfach mal verbinden bzw. voneinander lernen? Also ich für meinen Teil, ich habe keine Erfahrung mit Saxophon, 0 Erfahrung. Ich höre David immer spielen. Ich gebe mir Mühe, auch ab und zu mal eine Yoga-Übung zu machen, aber es ist so selten und ich weiß, dass es mir so gut tun würde, aber ich mache es leider viel zu selten. Ja, auf jeden Fall lag ich im Bett abends mit unseren Kindern vor kurzem und ja, ich bin auf eine super Idee gekommen. Die möchten wir dir jetzt erklären, beziehungsweise davon erzählen. Und zwar geht es darum, wir wollen eine Challenge machen. Wir wollen eine 90-Tage-Challenge machen, in der wir Folgendes machen, nämlich das hier. Ich werde Saxophon üben lernen. Und ich werde Yoga praktizieren. Und zwar nicht nur so ein bisschen hier in so einem Video über 90 Tage. Und wir wollen das regelmäßig trainieren, üben, ja, praktizieren. Also Vicky wird auch Saxophon üben, schön unter meiner Aufsicht. Und ich werde auch Yoga machen, natürlich auch unter ihrer Aufsicht und Anleitung. 90 Tage geht das, jede Woche ein Video. Wenn du sagst, wow, das klingt gut, dann kommentier doch einfach drunter, committe dich, dass du dabei bist. Ja, wenn du dieses Video schaust, dann bist du wahrscheinlich Saxophonist, spielst Saxophon. Probier doch mal Yoga aus. Warum ist das eigentlich so gut, auch wenn man ein Instrument spielt? Ja, gerade weil du ein Instrument spielst, ja, hast du wahrscheinlich oft eine und dieselbe Haltung beim Musizieren. Und Yoga kann dir dabei helfen, den ganzen Körper wieder in die Bewegung hineinzubringen. Ja, David zum Beispiel, ne, du bist ziemlich versteift im Rücken. Und da ist, denke ich, Yoga unglaublich gut und wichtig, ein bisschen ganzheitlicher an den Körper ranzugehen. Körper wieder ein bisschen aufzulockern, Muskeln zu aktivieren, Muskeln zu dehnen und dir so ein besseres Körperbewusstsein, Körperempfinden zu schaffen. Und Saxophon spielen, ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Man sagt ja, Yoga fördert auch so die Kreativität. Und ich denke mal, erst recht durch das Musizieren kann meine Kreativität noch ein bisschen weiter gepusht werden. Was auf jeden Fall auch ziemlich cool ist, die Übertragung bei allem, was mit Atem zu tun hat, ist natürlich im Yoga super wichtig. Ne? Also der Atem ist fürs Yoga elementar und beim Saxophonspielen, wie du weißt, läuft ohne Luft auch nichts. Also diesen Transfer zu schaffen, der ist super wichtig. Und eine zweite Sache ist der Fokus. Ja, Yoga hat immer ganz viel mit Fokus, mit Bewusstsein zu tun. Im Augenblick zu sein. Wie viele Bücher haben wir darüber zu Hause? Tja, immer Daumen 50. 2 Schränke. Wenn du meine Videos gesehen hast, dann erzähle ich immer viel über, wie man übt, wie man effektiv, effizient übt. Und Fokus ist so, so wahnsinnig wichtig, gerade in unserer Welt, die so voll von Ablenkung ist. Wir freuen uns total drauf, dieses Experiment zu machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß, dass es auch hart wird, vor allen Dingen wirklich das durchzuziehen. Aber ich habe einen guten Coach, eine gute Coachin an meiner Seite. Mal gucken, ob wir nach 90 Tagen immer noch so harmonisch hier vor der Kamera lächeln. Kommentiere drunter, dass du mit dabei bist, wenn du die Idee cool findest, wenn du auch mal was anderes machen willst und wenn du dein Saxophonspiel auch dadurch vielleicht auf ein anderes Level bringen möchtest. Ja, du wirst garantiert profitieren. Es kann nicht schlimmer werden, es kann nur besser werden. Wir wollen auch einfach, dass du davon profitierst. Ich will auch davon profitieren und
durch diese Video-Challenge ist es natürlich für uns auch ein Commitment, hier dran zu bleiben und dir jede Woche unseren Fortschritt zu zeigen, beziehungsweise zu zeigen, wie du rangehen kannst, wenn du wie ich absolut keine Ahnung vom Yoga hast. Oder vom Saxophonspielen, so wie ich. Und sei dir ja bewusst, also was das Üben von Yoga betrifft. Wir starten hier nicht mit unglaublich schwierigen Asanas, Körperübungen sozusagen. Du kannst wirklich ganz entspannt und locker an die Sache rangehen. Ne? Versuch dich da auch frei zu machen in deinem Kopf. Und dir nicht vorzustellen, dass es unglaublich schwierig und herausfordernd wird. Also sei offen, sei kreativ und freu dich drauf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns ein Like, gib meinem Kanal ein Like und abonniere doch meinen Kanal, dass du auf jeden Fall dran bleibst und kommentier, wenn du dabei sein willst. Oder kommentier uns drunter, wie du die Idee findest, ob du vielleicht irgendwelche Anregungen hast. Wir sind gespannt. Wir haben noch nicht geskriptet, wie das Ganze aussehen wird. Das entsteht jetzt Woche zu Woche. Also es ist live im Augenblick. Grundidee von Yoga auch, ne? So im Augenblick zu sein. Genau. Okay, also du hörst von uns, du siehst von uns. Bis bald. Ciao. Tschüss und Namaste. Kürzen. Aussprache. Krass. Ganz anders als sonst. Ja, aber YouTube-konform halt.